kann. Es gibt heute Abend hier die Johannespassion, die gesungen wird. Bach, Johannespassion, präsentiert von den Philharmonischen Chören von Sydney zusammen mit der Sydney Symphony. Also ein sehr, sehr schönes Ereignis. Dafür sehen Sie dann auch hinter der Bühne diese Sitze, die ein bisschen anders aussehen. Da sitzt natürlich dann der Chor. Wenn diese Sitze aber nicht gebraucht werden, wenn es keine Chorveranstaltung gibt, dann werden auch diese Sitze an die Öffentlichkeit verkauft. Und so hatte ich dort einmal das Vergnügen, in der vierten Reihe zu sitzen und dem damaligen Chefdirigenten der Sydney Symphony, Wladimir Ashkenazy, sehr genau bei der Arbeit zusehen zu dürfen, als er Tschaikowski dirigiert hat. Aber schauen Sie sich hier um, in diesem Raum, in diesem Saal, alles ist aus Holz, für die beste Akustik natürlich. Wir haben zwei Hölzer, die hier verarbeitet wurden. Wir haben ein Hartholz, das finden Sie im Fußboden, in den Wänden, in den Logen, das heißt Brushbox. Und wir haben ein Weichholz, das haben Sie schon in der Bestuhlung auch gesehen im Dramatheater. Hier auch dieses Weichholz in der Bestuhlung, das zieht sich als Thema durch das Haus durch. Es heißt White Birch und dieses Weichholz finden Sie auch wieder in der Decke. Schauen Sie in die Decke. Und da es sich um ein Weichholz handelt, das macht eben die Faltung der Decke möglich. Und das ist wieder wichtig für die Akustik. Ein weiteres Merkmal für die Akustik sehen Sie dort in diesen Ringen, die über der Bühne schweben. Diese Akkuring, es gibt 25 davon, man nennt sie Akustik Clouds, akustische Wolken. Diese Ringe werden also je nach Größe des Orchesters hoch oder runter gelassen und sie bilden eine akustische Decke. Das heißt also, wenn die Musiker spielen, wird der Ton sehr viel schneller zurückreflektiert, sodass sich die Musiker hören können. Im Vergleich würde der Ton bis ganz nach oben an die Decke reißen, das sind 21 Meter und da ist die Verzögerung zu groß. Natürlich auch wichtig für den Dirigenten, der Chefdirigent, jetzt ist der... Ein amerikanischer Maestro, David Robertson. Und interessanterweise residiert David Robertson immer noch in New York und er kommt immer angeflogen, wenn er hier dirigieren muss und dann geht er auch wieder nach Hause. Also er ist nicht nach Australien umgesiedelt. Was Sie weiterhin haben, wenn Sie den Blick weiter nach oben richten,